Okay. Also, ich darf jetzt ganz offiziell für die Kammer sprechen und sehr, sehr herzlich gratulieren. Die Kammer macht jedes Jahr seit 2011 einen Wettbewerb Ausbildungsbetrieb des Jahres in der Landwirtschaft. Und an den Betrieb Neises, Thomas und Andreas Neises GbR, geht der zweite Platz in diesem Jahr in diesem Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja. Das ist die Urkunde. Ja, erstmal sehr geehrte Frau Penning, sehr geehrter Herr Jung, Herr Ludwig, sehr schön, dass Sie auch hier sind. Lieber Andy, lieber Thomas und die ganze Familie, die auch mit dabei ist. Wir freuen uns sehr, dass heute Rita Lanius-Heck und ich euch den Gewinn überreichen dürfen. Ihr beiden, Andreas und Thomas, bewirtschaftet zusammen in der fünften Generation den landwirtschaftlichen Betrieb hier in Idenheim im Kreis Bitburg-Prüm. Und auf dem Betrieb bildet ihr Landwirtinnen und Landwirte aus. Mit Ackerbau, Grünlandbewirtschaftung, Milchviehwirtschaft und seit neuestem auch der Vecchio-Rindermast ist der Betrieb breit aufgestellt. Das wissen die Auszubildenden sehr zu schätzen. Darüber hinaus hebt er als Besonderheit hervor, der Auszubildende, dass er nie alleine arbeiten muss. Ihr habt mehrere Mitarbeiter und seid zwei Chefs, die ihm alle Ausbildungsinhalte ausgiebig erklären. Das ist nicht überall selbstverständlich. Alle Kollegen müssen alle Arbeiten durchführen. Da wird kein Unterschied zwischen langjährigen Mitarbeiter gemacht oder halt dem Azubi. Der Auszubildende berichtet, dass er viele Arbeiten eigenständig durchführen darf, ein paar Sicherheitstraining finanziert bekommt und ihm auch von euch Arbeitskleidung mit eurem Betriebslogo gestellt wird. Genauso siehst du es auch, Thomas. Dir macht es viel Spaß, mit den jungen Menschen zu arbeiten und ihnen die Erfahrung und das Wissen weiterzugeben. Du legst viel Wert darauf, dass die Auszubildenden lernen, selbstständig Lösungen zu finden und diese auch auszuführen. Aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte, wie zum Beispiel das Berechnen von Maschineneinsätzen, werden zusammen besprochen und diskutiert. Da wird auch schon mal ein Tag zusammen im Büro verbracht. Weil das Thema Ausbildung für Thomas Neis ein besonderes Anliegen ist, war er über 15 Jahre ehrenamtlich im Bildungsausschuss tätig und ist auch heute immer noch im Prüfungsausschuss der Landwirtschaftskammer tätig. Ein weiteres Ziel von Thomas Neis ist die Persönlichkeit seiner Auszubildenden zu entwickeln, indem er ihre Stärken herausfindet und diese fördert. Auch vertritt er die Philosophie, dass niemals Freizeit und Freunde aus den Augen verloren werden dürfen. Die Einstellung wird mit geregelten Arbeitszeiten umgesetzt. Gemeinsame Weihnachtsfeiern und im Sommer auch mal ein Grillabend gehören genauso zum Betriebsleben dazu. So ist kein Wunder, dass der Betrieb Neises immer Bewerber bekommt, ohne dass er dafür aktiv Werbung macht. Für seine Auszubildenden steht fest, er würde immer wieder bei Thomas und Andreas seine Ausbildung machen. Wir haben große Hochachtung vor dieser besonderen Ausbildungsleistung, gratulieren euch beiden bzw. der Neises GbR nochmal ganz herzlich und dürfen euch dann den Scheck über den Gewinn in Höhe von 300 Euro, der von uns, den Landjugendverbänden, gestiftet wurde, überreichen. Wir freuen uns, dass wir euch den Preis überreichen dürfen und hoffen, dass ihr noch viele weitere Azubis ausbildet und so der Landwirtschaft treu bleibt. Ja, vielen Dank, das werden wir machen.